Bei mir war das so, ich habe ein paar Jahre Einzelunterricht gehabt, relativ spät angefangen und wollte einfach mit Leuten zusammenspielen. Und was mir da einfach also auch gut gefallen hat, war, dass man sich regelmäßig dann mit Profimusikern trifft. Das waren die einzigen, die ich gefunden habe, die sozusagen Schule mit professioneller Bandbegleitung angeboten haben. Und dann so Sessions macht, dass man die Nummern, die man da einstudiert, dann mit denen mal zusammenübt. Das hat mich also von Anfang an schon stark begeistert. Jetzt könnte man ja grundsätzlich sagen, oh, Profimusiker, scheiße, passe ich da rein, ich bin so schlecht. Der Gag ist ja, dass die dir über ihre Professionalität einfach Sicherheit geben. Also ich bin besser geworden, weil ich wusste, die verzocken sich nicht. Was mich aber auch noch fasziniert hat, dass die beiden Dozenten so ein bisschen aus dieser Trickschule auch immer geplaudert haben, wie man was spielt, auf was es drauf ankommt. Der didaktische Aufbau, der ist ziemlich cool. Das hat mich eigentlich auch immer sehr begeistert dran. Super geil. Super spannend.